Dann mach ich's aber so. So. Geht ein bisschen schneller. Lalalala. Wir laufen voll komisch. Ich hab da immer voll den Drang, links und rechts zu drücken die ganze Zeit. So. Ja, so brauche ich. 1, 2, 3. Bam! Kriegen wir es mit dem Schlag noch auf? Oh nein, es bleibt kurz davor stehen. Soll mir aber egal sein. Das heißt, hier kurz ist ja noch nicht Ewigkeiten. So, und bam. So. Hey, ich habe den Spiegel aufbekommen. Yay. Oh, so hätte ich den Spiegel auch auf der anderen Seite aufbekommen. Wisst ihr was? Das mache ich sogar noch. Scheißegal, was die, ob ihr jetzt euch aufregt. Oh, nee, jetzt geht der nochmal auf die andere Seite mit dem... Oh, ich habe was getötet. Mit dem Teil. Aber, sowas lasse ich mir nicht entgehen. Secrets hier. Bam. Sondern Secrets, die Feinde zermalmen. Hey, der liegt da. Ach, ich kann immer nur eins von denen gleichzeitig benutzen. Das hätte ich mir auch sagen können. Na, egal. Dann gehen wir erstmal mit dem einen nach rechts hinten. Bam! Mitten in sein Gesicht. Und dort rechts hinten werden wir die Scheibe, den Spiegel kaputt hauen. Falls es überhaupt in dem Raum hier war. Wow, habe ich euch erwischt? Es scheint so. Wow, ich habe 10.000 von den Punkten. Ja, dann gehen wir doch mal gleich zu dieser netten Gottesstatue, die sich gleich in unserer Nähe befindet. Weil ja jetzt ganz das Spiel damit vollgesetzt ist. Objekte! Blaue Kugel! Oder was macht das? Man kann den Mond fernhalten, es fügt Gegner in der Nähe schweren Schaden zu. Ich glaube, das ist sowas wie so ein Raketenwerfer gegenüber Bossen. Na, wie ne. So. Unsere Lebensleiste ist eh schon mittlerweile übertrieben lang. Ich schaue erstmal ohne so ein Teil kurz offscreen, ob da hinten der Spiegel ist. Bis gleich. Jupp, hier hinten ist der Spiegel. Und was mir gerade witzig ist, aufgefallen ist, wenn ich jetzt die Aufnahme hatte, die Ewigkeiten, dann habe ich die Aufnahme beendet, läuft das Spiel eine Sekunde lang in 10.000-facher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem minimalen Lag, der hier ist. Ist ja nicht komplett volle Frames. Es sind 26 gerade von wahrscheinlich 30 oder sowas. Und dann bin ich Hyperspeed gerade durch diesen Gang vorgerascht. Also ich bin da, musste nicht mal lange laufen. Hier um die Ecke war ich nach einer Sekunde schon rum und ich war schon einen halben Gang gelaufen. Das sah relativ witzig aus, wie er so hyperschnell läuft. Aber egal. Wenn ich, was ich mich jetzt frage, ob ich diese... Egal, auch wenn ich jetzt diese Teile nochmal neu hinschieben muss, weil ich aus dem Raum rausgehe, werde ich dieses Opfer auf mich nehmen. Oh Gott. Wenn ich es erstmal da reinzittern kann. So. Nur weil ich schauen möchte, was dort drin ist. Weil da ist eine Tür. Und wenn ich das alles nochmal neu machen muss, das mache ich offscreen. Muss ich nur noch das treffen. Komm schon. Sag mir jetzt nicht, dass der Spiegel zu hoch hängt. Hä? Bei den anderen ging es doch auch. So, warte jetzt noch einmal. Jetzt nicht geht das. Sag wenig aggressiv. Ja, jetzt habe ich nicht mehr in die Richtung geschlagen. Nee. Dieser dumme Spiegel tatsächlich eine Ausnahme, dass der nicht geht. Ich hätte mich jetzt so gefreut. Kann ich die Kamera irgendwie... Ach so. Ja, dann vor, komm. Dann brauchen wir nicht mehr drum rumstehen. Müssen nur noch diese zwei Statuen da reinsetzen. Vielleicht ging das auch so und ich habe es jetzt gerade total verhauen. Dann soll es mir aber egal sein, wenn das Spiel es so unfair macht, dass es so schwer geht, diesen einen kleinen Spiegel da zu treffen und die anderen beiden sind sofort zerbrochen. Dann mag ich einfach nicht. So in etwa. Vielleicht nicht nur ganz so quietschig. Lalalala, du kommst auf die rechte Platte, weil ich dich auf der rechten Platte haben möchte. Ist fast wie Minigolf. Nur mit riesigen Killerkreiseln und mit einem Dämonenhand-Dings. Ja, Dreihandstatuen. Haben wir schon mal bekommen, diese Meldung. Wo ist Nummer 2? Stand doch hier so irgendwie um die Ecke. So ganz schön. Da steht sie ja. Hallo. Zack. Kamera gedreht. Bisschen reingeprügelt. Und bam. Schieben wir sie rein. Das wäre natürlich jetzt episch, wenn es sofort drin landen würde. Aber natürlich bleibt es wieder irgendwo hier hängen. Da. Da machen wir jetzt auch kein Turbo mehr. Da hauen wir sie noch ein paar Mal in den Hintern. Oh ja, die Statue steht auf Hinternschläge. Das sieht man doch hier sofort an. So. Und dann da rein. Hurra!
Cool, ein grüner Stein. Ein grüner Kopf. Was bringt grüne Köpfe? Ich kenne grüne Sterne, aber was bringt ein grüner Kopf? Okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, das ist der riesige Raum, der für mich nach Bosskampf aussah. Aber was? Nein, da ist nur wieder so ein Pokéball. Da kommt doch bestimmt kein Boss. Geil, nur Bosskampf. Was sind das da für komische Zipfelfrauen, die tanzen? Geile Scheiße, was habe ich denn da drin getrunken? Ich glaube, das sind die Schwestern von Davy Jones. Sie vereinen sich. Oder... Dieser Schneesturm muss an einem Dämon liegen. Okay, sie touchen sich ein bisschen an. Diese Rasterlockenfrauen. Was? Diese Rasterlockenfrauen sind der Boss? Okay. Was? Wieso bist du zu schnell? Du darfst nicht so schnell sein. Ah, ich hab dich erwischt. Ich hab dich einmal getroffen. Ich hab dich schon wieder getroffen. Jetzt kann ich dich auch verprügeln. Okay, dann machen wir einfach den ganzen Kampf so. Nein, der hat mir zu viel Leben dafür. Was zur... What the fuck? Wo kommt diese Riesenkröte her? Bin ich tot? Ich drücke einfach alle Tasten. Was zur... Ach, das waren seine Fühler. Ich bin überraschend stark. Seine Fühler sind Frauen? Was zur... Wie du... Er mag keine Kröten. Narr! Als ob ich darauf achte, was du sagst. War, hat uns total vollgerotzt. Würde dich da quetschen. Wie so ein kleines Mädchen. Ich werde dich da quetschen. Boah, jetzt ist es in seiner. Okay. Bubo, mach dir erstmal fetten Body Slam auf uns. Der Fettsack. Okay, wir haben ihn auf den Bauch gedreht. Aber vielleicht könnte ich, während er da so liegt, auf seine Fühler einschlagen. Ach, verdammt. Er hat sich unsichtbar gemacht. Nee, oder? Ah, egal, dann schlagen wir wieder auf die nette Frauengemeinschaft hier ein. Oh, seine Frauengemeinschaft kann jetzt auch kämpfen. Das ist ja schön. Egal, die Frauengemeinschaft hat keine Chance gegen uns. So, komm her und bam und nochmal. Prügeln wir einfach so auf dich ein. Komm her, jetzt stirb einfach, du hässliche Davy Jones Frau. Machen wir halt so. Verfolgen wir dich eben. So, jetzt sind sie wieder verschwunden. Und dieser Frosch ist da. Stirb! Froschi, McFroschi, leg dich auf den Rücken! Oh Gott, wir müssen ihn töten, den Frosch! Stirb, Froschi, Mac, Frosch, Frosch! Nein, er ist wieder aufgestanden. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Weil er gerade so schön rot wird. Oh mein Gott, der geht Enrage. Egal. Ja, das bringt ja auch nichts mehr, mich hier einzufrieren. Wir werden dich trotzdem verprügeln. Und bam, in den Hintern. Jetzt haben wir seinen Popo aufgestochen und er ist tot. Hurra. Oh, jetzt packt er sich mit seinem Tentakel. Aber wir schleudern einfach ihn mit unserem Tentakel. Wieso haben wir das nicht sofort gemacht, bitte? Aua, wir haben ihn dann abgerissen. Hey, guck mal, wir haben eine Frau am Bein, an der Hand. Und sie lässt sich auf. Glaubst du, du hättest mich besiegt? Niemals, so Stück. Ich werde meinen Pokéball verschwenden. Meine Brüder werden sie kommen, sie... Falcon Punch! Whee! Die eine Wand gegen die andere Wand. Mann, das ist ekelhaft. Moment, sagt ihr Brüder? Okay. Was passiert noch?
Oh, noch mehr von diesen schönen Fröschen. Eine ganze Armee. Klasse. Wie mache ich das? Ach so, ich kann diese Tore schließen. Schön zu wissen. Diese hätte man mir vorher sagen können. Warte, was? Rosalka-Leichnam, Teil eines baumelnden Fühlers, den der Dämon Bell genutzt hat. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Wie ist? Aufnimmt. Muss ich mich jetzt mit ihm vereinen? Mit diesem schönen, sexy Tentakelviech. So, wo lang muss ich? Da lang scheinbar nicht. Da lang scheinbar auch nicht. Dort lang. Dort lang ist offen, dann gehen wir auch einfach mal in die Richtung. Wird schon richtig sein. Mission geschafft! Woo! Haben wir den ekligen Frosch besiegt, der irgendwie mich an Naruto erinnert. Gibt's doch auch diese großen Frösche. Stilpunkte, Rang S natürlich. Googeln mal wieder Rang B. Punkte, Rang A, neuer Rekord. 1000 Punkte. DMC-Geschichte, Teil freigeschaltet. Yeah! Dann heißt es wieder speichern. Speichern. Yes! Inhalte werden gespeichert. Und jetzt kann es sein, dass ich während der nächsten Mission dann mit meinem Hund noch Gassi gehen muss. Aber es soll mir recht sein.